Du siehst ohne Make-up ziemlich gut aus. Nein, du hast dich gerade voll angeguckt. Es ist jetzt Zeit, ins Licht zu gehen. Nun stehe ich also vor euch. Der Mann, der mit Abstand am meisten Lebenserfahrung gesammelt hat. Und ich werde euch etwas über euer Kind erzählen. Euer inneres Kind. Ihr seid zwar nun erwachsen, doch das Kind, das ihr einst wart, das gelacht, geweint, gespielt und die Welt entdeckt hat, das wohnt immer noch in euch. Tief in eurem Herzen sehnt es sich immer noch nach Liebe und Aufmerksamkeit. Und es verdient all eure Liebe. Es kann nicht schaden, sich gelegentlich nochmal aus den neugierigen und unschuldigen Augen eines Kindes zu betrachten. Sicher, manchen fällt das schwer. Mir als Vollbluterwachsenem fällt das am allerschwersten. Doch um einen äußerst weisen Mann zu zitieren, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Bob der Baumeister. Und die Moral von der Geschichte? Wenn ich Häschen hoppeln höre, zeige ich meine Möhre. Vielen Dank. Didn't even know what the punch was that you wrote. Why don't you say so? Oh, hi. Sorry, stell ich gerade? Ach Quatsch, nein, nein, komm ruhig rein, du hörst oder so nichts. Hört's uns also gar nicht? Nope. Ich glaube, die schläft tief und fest. Ey, du Kartoffel. Rina. Fischkopf. Du Opfer. Trockenritze. Wow, okay, chill mal, alles gut. Eigentlich wollte ich mich gerade nur entschuldigen. Ich habe gerade komplett überreagiert und ja. Sorry. Mach dich keinen Stress, alles gut. Du singst gut. Echt? Mhm. Wirklich? Danke dir, okay. Spielst du welche Instrumente? Ich spiele auch ein bisschen Bassgitarre, ja. Ich bin eigentlich ein guter Rassist. Warum? Digga, was hab ich gemacht? Womit hab ich's verdient? Hallo? Warte ich mal. Hallo? Hey! Ist alles okay? Sorry, ich kann das nicht. Hä? Ich hab doch nur gesagt, ich bin ein guter Bassist. Just let me hold you tight until we fade away. Ich habe eine Idee, wie wir den ganzen Abend ein bisschen spannender gestalten könnten. Wie wär's, wenn wir Strip-Poker spielen? Nein. Warum nicht? Ey, schau mal, was da hinten ist. Du unendlich perverses Schwein! Ist alles gut? Hast du schlecht geträumt? Lass dich einfach in Ruhe, Georg. Brauchst du irgendwas, oder? Georg, verpiss dich einfach. Sorry, frage ich halt nächstes Mal nicht. Jetzt kann ich auch nicht mehr schlafen. Oh, Entschuldigung. Oh
wenn es nur ein Traum war. Solche Gedanken sind ja irgendwie in mir. Wie bin ich so geworden? I still wanna hold you. Ist das eine Droge? Entspann dich mal, Jojo. Dir scheint es aber gar nicht gut zu gehen. Oh, mir geht's super. Ja? Ich bin mit meiner Ex-Stiefschwester in einem Zimmer, mit der ich dann noch etwas hatte. Sweet home Alabama. Ganz lustig, Jojo. Und das einzige Mädchen, an dem ich irgendwie Interesse hatte, ist einfach gestern weggerannt und ich weiß nicht warum. Also ja, ziemlich scheiße. Naja. Da habe ich ja vielleicht genau das Richtige für dich. Was denn? Eine Überraschung. Und was? Ein Brief. Von wem? Ja, vom Briefträger Jojo. Und von wem genau, Jojo? Der ist aus dem Bundestag. Aus dem Bundestag? Ja, ja. Von deinem Onkel. Ich habe da ein Praktikum gemacht und er wollte, dass ich dir diesen Brief gebe. Moment, Jojo, das kann nicht sein. Ich habe keinen Onkel. Und vor allem nicht im Bundestag. Doch, hast du. Lies mal. Nein, kannst du es mal? Ich bin viel zu aufgeregt. Na gut. Mein liebster Neffe. Es tut mir sehr leid, dass ich mich erst jetzt als dein Onkel zu erkennen gebe. Die Gründe dafür würde ich dir gerne bei einem heißen Kaffee im Bundestag näher erläutern. Hier hast du auch meine Nummer. 0 1 5 6 6 6 und so weiter. Ich würde mich über einen Anruf freuen und wünsche dir wilde Grüße, wie ihr Kids es sagen würdet. Dein Onkel Schalzi. Jojo, weißt du, was das heißt? Ich bin der Neffe vom Bundeskanzler. Ja. Jojo, ich hab so viel Macht. Du bist der nächste Donald Trump. Ja. Jojo. Aber jetzt? Jetzt muss ich erstmal los und mich meinen tiefsten Ängsten stellen, alles in Angriff nehmen. Mich freiboxen, ich werde der nächste Klitschko! Ja! Der nächste Vitali! Go, Jojo! Oder besser noch, Wladimir! Wladimir, ja! Digga, mein Onkel ist einfach der Bundeskanzler, was mich quasi zum Neffen vom Bundeskanzler macht. Ich habe jetzt voll viel Rechte, oder? Ich kann jetzt legalisieren, worauf ich Bock habe. Als allererstes legalisiere ich, dass man nicht mehr fürs Pinkeln auf Raststätten zahlen muss. Ich, also ein Neffe des Bundeskanzlers. Ja. Hm. Hi. Hi. Echt super, wie du das machst da mit dem Draufschlagen und so. Danke, ist auch so anstrengend. Ja, ich wollte mal fragen, ob du mir das vielleicht mal beibringen könntest. Ja, klar, kein Problem, natürlich. Cool, damit ich einfach mal auch zuschlagen kann und mich verteidigen kann und mich einfach so ein bisschen männlicher fühle. Was hat Boxen mit Männlichkeit zu tun? Diskriminierst du einfach Frauen, die boxen? Nein, also das, so meinte ich das natürlich nicht. Also, hey Leute, ich will auch boxen lernen. Klar, kein Problem. Ja, das ist nämlich wichtig, damit ich die Unwissenden schlagen kann. Die zum Beispiel nicht an UFOs glauben. Ich glaube an UFOs. Gut so. Ja. Gut so. Ja, ich auch, weil theoretisch UFO steht ja für Unidentified Flying Object. Also das sind ja einfach nur... Halt die Fresse! Es geht um Aliens, die kommen bald auf die Erde und werden uns alle umbringen. Wie Monster fressen die uns. Jojo, das stimmt. Oh, doch, das stimmt. Soll ich dir einen Kinnhaken ziehen oder was? Jojo, soll ich mal ganz nah rankommen? Soll ich mal dich hauen? Jojo, ja, dann lern mal aufzuwachen. Du Schlafmütze, doch.
Ist gut. Also bei diesen Straßenschlägereien, da droht man sich ja immer. Also, hey, pass auf, ich kann Taekwondo, oder pass du lieber auf, ich kann Kung Fu. Und bald kann ich endlich was anderes sagen, als ich bringe meine Omi jeden Sonntag zur Wassergymnastik. Bald kann ich sagen, ich bringe meine Omi jeden Sonntag zur Wassergymnastik und ich kann boxen. Carina! Mach mal auf hier. Guck mal, was ich hier habe. Guck mal, lies mal durch. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Oh, okay. Was ist das hier? Oh Mann, ich wollte eigentlich ein Kissen mit dir schmeißen. Ein richtiger Push-Up-BH. Was ist denn los, Carina? Lies auf jeden Fall den Brief. Guck mal. Hätte sich mal dein Vater nicht von meiner Mutter getrennt. Ja, denn ich bin der Neffe vom Bundeskanzler. Und? Fühlt sich's an? Ja. Ist dir jetzt bewusst, dass ich alles machen kann, worauf ich Bock habe? Ja, toll, schön für dich. Komm. Komm, ich komm später wieder. Denn ich bin der Neffe vom Bundeskanzler! Georg, wir haben einen kleinen Ausflug mit dir vor. Ah, okay. Ich bin nur der Mitläufer. Achso, wo geht's denn hin? Lass den Arm hinter den Rückschrank. So, und jetzt rein in den Schrank. Ich geh dein scheiß Hemd mit. Erst die Tür, erst die Tür. Hörst du es? Okay, du bleibst jetzt eine Minute da drin, okay? Eine Minute? Alter, du lebst ab jetzt drinnen. Niemand liebt dich und niemand wird dich jemals vermissen. Du wirst da drin ab jetzt, du wirst da sterben, Alter. Was du? Ey, wir werden dich nie wieder rauslassen. Du wirst ab jetzt da drinnen verrottet. Okay, chill doch mal, Alter. Ey, ich hab vielleicht wirklich Angst. Eine Minute, was ist das denn? Ist doch... Georg? Alter, hast du dich voll gepisst? Er hat sich angepisst. Alter, das war doch nur ein Spaß, Mann. Georg, es tut mir leid. Sorry, Mann, das war nicht... Ey, in einer Minute soll nichts... Georg, nein. Mann, was soll der Scheiß? Alter, eine Minute? Was soll das denn? Ist doch kein... Du übertreibst völlig. Wir wollten das... Eine Minute, das macht gar keinen Sinn. Natürlich eine Minute, weil es ein Streich war. Deswegen nur eine Minute. Eine Minute? Niemand hat Angst vor einer Minute. Du bist nichts mehr als ein hohler Vollidiot, der scheinbar nichts von Spaß versteht. Du bist einfach, wie die anderen sagen, du bist scheiße dumm. Du bist scheiße dumm? Du bist ein dummer Assi. Du glaubst, ich bin dumm. Du bist ein komplett dummer Assi. Du hast keine Ahnung, Mann. Du hast überhaupt keine Ahnung, worüber du redest, Alter. Das ist einfach scheiße. Das ist scheiße. Was ist scheiße? Keine Ahnung, du hast nur Dreck in deinem Kopf. Ich weiß. So ein Unsinn, so mal wollen halt Streiche. Das ist kompletter Bullshit. Das ist halt alles anders. Was? Ja, verpiss dich. Verpiss dich selber! Ich könnte Georg boxen. Ich bin der Neffe vom Bundeskanzler! Denkst du, deine Eltern wären stolz auf dich, wie du dich hier verhältst? Und so wirfst du mir gerade vor, dass ich was mit deinem Freund gemacht hätte?